Unsere heutige Folge ist der zweite Teil unseres angekündigten Specials mit dem Thema BND und Verfassungsschutzbehörden, insbesondere deren Kooperationsfähigkeit im In- und Ausland. Heute geht es hauptsächlich um deren Öffentlichkeitswahrnehmung. Unsere Referenten sind die gleichen wie beim letzten Mal, Dr. Rudolf Adam, Ministerialdirektor Günther Heiß und Dr. Jan Pierre. Das Ganze wird wiederum von Dr. Rudolf van Höhlen moderiert und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Im ersten Teil gibt es auch noch genauere Angaben über die Referenten. Also wenn sowas bei uns denkbar ist, und ich glaube, so ein Datenschutzrecht gibt es eigentlich nirgendwo in Europa, wie das hier in Deutschland, dann kann man verstehen, dass es auf europäischer Ebene, das wäre meine letzte Frage in dem ersten Block jetzt, natürlich auch Kooperationsprobleme gibt. Denn wenn ein Staat sich mit solchen Regeln belastet, und wenn seine Gesetze zu 30, 40, 50 oder mehr Prozent aus Datenübermittlungsfragen bestehen und nicht aus dem Schutz von Menschenleben, ja, welche Vision bleibt uns dann, welche Möglichkeit bleibt uns dann für so etwas wie einen europäischen Nachrichtendienst? Es hat ja so Überlegungen gegeben. Es gibt so kleine Ansätze im Bereich der EU, aber die EU ist nun ein großer, schwerfälliger Apparat, nie sehr besonders effizient. Und die Ansätze waren überwiegend im Bereich der Polizei, Stichwort Europol, da funktionieren sie auch. Ich entsinne mich, dass der belgische Premierminister Charles Michel nach den Anschlägen in Paris in die Debatte gebracht hat, wir brauchen ein europäisches CIA. Ist aber nicht weiterverfolgt worden, dieser Gedanke. Haben wir so eine Möglichkeit oder bleiben wir in Europa auf der polizeilichen Zusammenarbeit beschränkt? Würden souveräne Nationalstaaten eine internationale Nachrichtendienstbehörde ertragen können? Also, dass die europäischen Verträge schließen das aus. Das muss ich erst mal sagen. EU kann von seiner derzeitigen Verfasstheit her nicht einfach einen Nachrichtendienst selbst als Behörde gründen. Es gibt etwas, was sich nennt INCENT. Das ist eine Auswerteeinheit, also eine Analyseeinheit, die ist angesiedelt im EAD, also im Auswärtigen Dienst bei der Frau Mogherini. Da schicken alle Dienste, ich glaube überwiegend Auslandsdienste, ihre Nachrichten, ihre Informationen, meistens aber auch ihre Auswertungen schon hin und dann wird das zusammengebastelt und es ist ein Handout für die Kommission und für den Auswärtigen Dienst der EU. Es gibt die Zusammenarbeit auf bilateraler Ebene, es gibt die Zusammenarbeit auf multilateraler Ebene. Diese Zusammenarbeiten, die sind sehr, sehr unterschiedlich, aber es gibt keine einheitliche Zusammenarbeit. Und das ist auch richtig und gut so, denn zunächst ist erstmal die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit höchstens trilateral, weil man sich vertrauen muss. Das sind keine Dinge, die man mal eben schnell organisiert. Wir kommen mal zusammen und dann schicken wir euch das rüber und wir schicken euch mal das rüber. Sondern das sind gewachsene Verhältnisse, die aufgrund von immer wieder erprobter Sicherheit, dass meine Information, die ich diesem anderen Dienst gebe, dort auch sicher ist und sicher bleibt. Das muss man über lange Zeit erproben. Das ist sehr, sehr gut erprobt mit den Franzosen, eine fantastische Zusammenarbeit mit den Briten, auch mit anderen Diensten. Aber das ist zum Beispiel mit Bulgarien und Rumänien nur eingeschränkt möglich, weil wir nicht wissen, inwieweit unsere Informationen, die wir denen geben, sicher sind. Außerdem möchte ich von denen auch entsprechende Informationen bekommen. Meistens sind diese Dienste nicht so leistungsfähig. Also fragen wir uns, gibt es hier eine Sicherheitslücke, weil nicht Gesamteuropa, die 28 oder 27 Staaten, einen einheitlichen Nachrichtendienst haben? Ich würde sagen, nein. Denn was entscheidend ist, wenn es um Leib und Leben geht, um Anschläge geht, das wird immer sehr schnell und meistens über die Polizeischiene. Wir geben das nicht unseren nachrichtendienstlichen Kollegen in Frankreich oder in Spanien, sondern wenn wirklich etwas sehr dringend ist, wenn wirklich etwas auf dem Spiel steht, geht das über die Polizeischiene, über Europol, über die direkte Polizeischiene schneller. Also ich würde sagen, wenn EU weiter zusammenwächst, immer enger wird,
sich aus einem Staatenbund zu einem Bundesstaat entwickelt, dann wird es sicherlich auch irgendwann mal einen einheitlichen Nachrichtendienst für die EU geben. Aber das ist das Ende eines Prozesses und nicht am Anfang. Und im Augenblick sieht der Prozess in Europa nicht gerade so aus, als würde er zu sehr integrativen Formen führen. Ja, vielen Dank. Ich will das mal dabei belassen. Ich denke, die beiden anderen stimmen dem im Großen und Ganzen zu. Ich habe es deswegen erwähnt, weil natürlich die Frage sich stellt nach der verbesserten Polizeizusammenarbeit, ob es auch solche bei den Nachrichtendiensten geben kann. Ich habe auch nicht in, es ist natürlich klar, dass es natürlich bei der Prävention zum Beispiel und bei Fragen der Deradikalisierung, überhaupt bei der, beim Austausch über die Phänomenologie von terroristischen Organisationen gibt es einen Austausch innerhalb der Dienste und zwischen den Diensten, manchmal bilateral, manchmal multilateral, aber nicht so sehr im operativen Bereich. Also das werden wir nicht haben. Und deswegen habe ich das erwähnt, weil es schon mal mindestens durch das Internet geistert, es gäbe schon so etwas wie einen europäischen Überwachungsapparat. Den gibt es nicht. Das ist definitiv nicht der Fall. So, jetzt wären wir hier in einem Schnitt, wo wir Sie bitten würden, dann auch vielleicht Verständnis oder sonstige Fragen zu stellen. Das ist immer das Schwerste. Der Erste hat es immer am schwersten, aber er erschossen wird. Herzlichen Dank für die ersten Einsichten nach diesem ersten Block. Ich würde ganz gerne nochmal auf den Sicherheitsbegriff zurückkommen, weil der ein bisschen untergegangen ist, also nach dem neuen Sicherheitsverständnis. Sie haben immer wieder erwähnt, dass es Geheimdienste eben deshalb gibt, weil Misstrauen herrscht. Also ohne Misstrauen bräuchten wir keine Geheimdienste. Und dann stellt sich mir aber ein bisschen die Frage nach dem veränderten Sicherheitsbegriff, also beispielsweise, also wenn es darum geht, die Wasserversorgung zu gewährleisten oder Gesundheit oder andere Bereiche, die davon betroffen werden, geht das mit dem Misstrauen einher? Also ist das überhaupt möglich, diese anderen Bereiche so mit einzubeziehen in die Strukturen, also so wie die Nachrichtendienste heutzutage oder wie sie bisher existiert haben, kann man das überhaupt so berücksichtigen oder darauf eingehen oder ist es letztlich doch sind es diese traditionellen Aufgaben, die nach wie vor überwiegen? Mhm. Sie Fragen erst sammeln oder? Ja, wenn noch weitere Fragen kommen, würde ich eher noch ein, zwei sammeln. Also Sie haben ja gerade das Paradoxon erwähnt, dass Sie uns schützen müssen, aber auf der anderen Seite auch das Misstrauen von der Bürgerseite daraus ist. Sie haben völlig recht, wir haben in Deutschland, ich habe sehr lange in Frankreich gelebt, ein sehr schweres Bild, wenn es darum geht, wie die Sicherheitsbehörden dastehen. Das Vertrauen ist nicht da oder nicht so da wie in anderen Ländern. Das ist nicht nur, weil sie so viele Fehler gemacht haben. Aber finden Sie nicht auf der anderen Seite aus, dass man vielleicht auch gerade da eingreifen müsste? Also ich als Bundesbürger sehe Ihnen durchaus ein, dass wir von der Gesetzeslage es Ihnen schwerer machen. Auf der anderen Seite müssten Sie vielleicht auch tun, dass das Verständnis der Bevölkerung und auch der Gesetzesgebenden und wählenden Bevölkerung Ihnen vielleicht auch mehr Vertrauen entgegenbringt. Danke. Ja, es sind zwei Fragen gewesen. Zum einen, wie verhält sich die Katastrophenvorsorge mit der Arbeit von Nachrichtendienst? Gehört das überhaupt zusammen? Und die andere Frage, ist das Misstrauen nicht vielleicht berechtigt in Teilen? Ein bisschen im zweiten Block macht aber nichts. Also da ihr eine Zeit lang für den neuen Sicherheitsbegriff zuständig war, fange ich mal an. Wir müssen natürlich die Verwundbarkeiten moderner Gesellschaften sehr genau kennen. Wenn Sie jetzt verfolgt haben, was in Amerika mit den Hauptquartieren der Demokraten und der Republikaner passiert ist, ich habe es neulich mal etwas zugespitzt so formuliert, der Dritte Weltkrieg wird nicht mit Nuklearwaffen ausgefochten werden. Der Dritte Weltkrieg wird im Internet stattfinden. In der Informationstechnologie. Und wenn Sie sich mal klar machen, was heutzutage alles von der Stromversorgung und von der IT-Versorgung abhängt. Wir haben damals in der Akademie mal ein Planspiel gemacht, wo wir mal simuliert haben, was passiert würde, wenn wir wirklich mal 8 Tage einen Stromausfall in Europa, in Deutschland hätten. Am letzten Tag mussten wir einen Gradmelder von Karlsruhe nach Stuttgart schicken und der hatte nur noch gerade mal das Benzin, um diese Strecke zu fahren. Sie glauben gar nicht, was alles ausfällt, wenn kein Strom mehr da ist. Ich weiß noch, am dritten Tag sagte mir dann der Spielleiter, Herr Adam, Sie müssen jetzt mal schauen, dass Sie einen Tierkadaverbeseitiger heranschaffen. Ich sage, warum das denn? Er sagte, die ganzen Legehennenbatterien, die ganzen Schweinezucht,
Die ganzen Kühe können alle nicht mehr gemerkt werden. Sie haben riesige Mengen von totem Viehfleisch. Also Sie müssen sich das mal klar machen. Heutzutage ist das in unserer Gesellschaft kein Problem. Aber gucken Sie in die Ostukraine, gucken Sie nach Aleppo. Wir leben hier sicher, aber wir sollten uns der Verwundbarkeit klar sein und wir sollten vor allen Dingen wissen, ob es Leute gibt, die diese Verwundbarkeiten gezielt ausnutzen wollen. Und Terroristen zum Beispiel tun das und manchmal tun das auch Leute oder Staaten oder Regierungen oder deren Institutionen, die mit uns nicht so sehr so eng verbündet sind und die haben ja die Diskussion wahrscheinlich auch jetzt mitbekommen, müssen wir uns darum Sorge machen, dass die Bundestagswahl im Herbst des kommenden Jahres vielleicht in einer Weise beeinflusst wird, die wir uns bisher das nicht vorgestellt haben und wie wir das nicht wünschen. Ein Punkt zur Gesetzeslage. Und hier, verzeihen Sie, Herr Heiß, wenn ich von meiner Privileg des AD ein wenig Gebrauch mache. Ich halte das Bundesnachrichtendienstgesetz für eine sehr gute Sache, aber ich halte es auch ein bisschen für eine Alibi-Veranstaltung. Sie haben selber gesagt, und wir sagen es immer wieder, die Grenzen zwischen äußerer und innerer Sicherheit verschwimmen immer mehr. Und das ist auch zwangsläufig so im Zeitalter der Globalisierung. Gleichzeitig machen wir ein Gesetz, wo wir eine rigide Mauer zwischen dem Inland und dem Ausland machen. Ob ich einen Nachrichtenknoten im Ausland oder im Inland aufkläre, macht heutzutage keinen großen Unterschied mehr. Denn selbst wenn ich eine E-Mail von Passau nach München schicke, kann die übers Ausland laufen und dort abgefahren werden. Insofern glaube ich, dass wir da letzten Endes versuchen, eine juristische Sicherheit zu schaffen, die es nach meinem Verständnis wahrscheinlich gar nicht geben kann. Ja, vielleicht kann ich auch auf die Fragen eingehen. In der Tat sind Nachrichtendienste dafür da, terroristische oder staatlich gelenkte Angriffe auf kritische Infrastrukturen möglichst vorher aufzuklären. Ich sage gerne ein Beispiel, was sehr, sehr aktuell ist. Der BND macht mit seiner Fernmeldeaufklärung Signal Support for Cyber Defense. Das heißt also Signal Intelligent, Hilfe, um Cyber Defense herzustellen. Das bedeutet, man schaut in der ganzen Welt im Internet mit Filtern, wo findet man Software-Schnipsel, die über die Kabel, über die Satelliten gehen, die auf Malware, also auf Schadsoftware hindeuten. Da gibt es ganz bestimmte Signaturen, das findet man, wenn man diese Signaturen schon mal in ihrer Struktur erkannt hat, kann man das einstellen und kann, bevor diese Schadsoftware in Deutschland oder bei Partnern aufschlägt, die Firewalls hochziehen und sagen, aufpassen, Software mit der und der Signatur müsst ihr von euren Servern jetzt fernhalten. Das ist tägliches Brot, aber es ist nur dann tägliches Brot, wenn wir es immer weiter entwickeln, wenn wir es jetzt einfach nur machen und damit stehen bleiben, wo wir heute sind, dann sind wir in einem Jahr völlig raus, weil sich diese Signaturen ständig verändern. Aber ein gutes Beispiel zum Beispiel dafür, wie kritische Infrastrukturen im Vorfeld schon geschützt werden. Wenn ich den Frager beantworten kann. Ja, es ist natürlich so, dass wir in einem Staat leben, der von zwei Unrechtsstaaten und zwei ganz menschenverachtenden Geheimdiensten geprägt worden ist. Und auf dieser Folie ist natürlich alles, was unsere Nachrichtendienste machen, immer noch viel schneller skandalisierbar, als das in Frankreich oder in Großbritannien oder auch in den USA ist. Das hat natürlich die Folge, dass wir darauf angewiesen sind, immer wieder für Vertrauen zu werben und immer wieder auch zu erklären, was wir tun und immer wieder auch eine gewisse Transparenz herzustellen, um auch dem interessierten Zeitungsleser oder Fernsehzuschauer ein gewisses Gefühl dafür zu geben. Wir können natürlich nicht einfach über unsere Erfolge sprechen, weil wir dann unsere Methoden verraten würden. Wir können auch nicht, und das ist das Schlimme, wenn da steht, Snowden sagt, die Amerikaner würden 500 Millionen Daten jeden Monat bei uns abziehen. Wir können auch nicht einfach sagen, nein, das stimmt nicht, denn das ist so und so, weil das natürlich ganz streng geheime Dinge sind, die in dem Hintergrund da passieren. Das heißt, wir können uns nicht in die Öffentlichkeit stellen und sagen,
was ihr da in der Zeitung schreibt, das stimmt leider nicht. Und was ihr Politiker sagt, das stimmt auch nicht, sondern das können wir leider immer nur in Hintergrundgesprächen machen oder wir können auf andere Weise für eine gewisse Transparenz werben. Transparenz hat es dadurch gegeben, dass wir verschiedene Legendenfirmen, Deckadressen und so weiter schon mal offenbart haben, dass wir gesagt haben, guckt mal, wenn ihr das Ionosphäreninstitut seht, wenn ihr das Amt für Vermögensfragen seht und so weiter, ihr wisst ja, jetzt geben wir es auch zu. Also das sind so kleine Schritte, wo wir versuchen, eine gewisse Transparenz herzustellen. Eine wirkliche Transparenz kann es nicht geben. Wenn Nachrichtendienst Nachrichtendienst ist, dann müssen die Methoden und dann müssen die Operationen geheim bleiben. Nur die Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden, die dürfen ans Tageslicht kommen. Dankeschön. Ja, das wäre vielleicht eine Frage, an die ich auch anknüpfen wollte, die Sie da oben gestellt haben. Völlig richtig. Wir haben offenbar sowas wie eine entwickelte Misstrauenskultur in Deutschland. Das hat was mit unserer Geschichte zu tun. Die ist ziemlich ausgeprägt und macht sich teilweise in heftigen Beschimpfungen gegenüber den Mitarbeitern von solchen Institutionen auch Luft. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, wie lange halten die das eigentlich aus? Meine Herren, war das immer schon so in Deutschland? Oder hat das aus welchem Anlass auch immer zugenommen? Ist das eine technische Entwicklung, die die Verbreitung von Gerüchten und von Verschwörungstheorien erleichtert? Spielt das eine Rolle oder war es nur in Anführungszeichen die Causa NSU, die ja immerhin zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat, als in den neuen Bundesländern das alte System nicht mehr und das neue noch nicht funktionierte? Also woran liegt's? Saint-Pierre, bei Ihnen noch die Frage, leiden Sie auch unter sowas als privater Anbieter oder kriegen Sie da eher nichts von ab? Also ganz kurz zu der Frage von der jungen Dame, also wegen dieser neuen Sicherheitslage, das ist genau der Punkt, wo die Old Boys Club und die jüngere Generation ein bisschen reiben. Also manche bestimmte Abteilungen sage ich, nee, aber wir haben es immer so gemacht, es hat immer funktioniert. Und dann kommt immer jemand, der sagt, nee, aber nee, jetzt spinnen sie. Also es ist, es ändert sich aber sehr langsam, weil es gibt, also man ist entweder gezwungen, weil es passiert was, oder man ist einfach dann geht in der Rente. Nee, es ist wirklich so, es ist einfach der Austausch des Personals, ändert nach und nach der Kultur, aber es dauert. Ja, wegen dieser Vertrauens. Zweite Frage. Genau. Es ist nicht nur in Deutschland, wenn man denkt, was die CIA und die FBI für einen Ruf haben in den USA, was GCHQ in MI5, in MI6 in Großbritannien haben. Frankreich ändert seinen Nachrichtendienstname jede 5 Jahre aus verschiedenen Gründen, aber das Misstrauen, die Idee, von, auch in Popkultur, also wir sind abgehört, so, es gibt diese Serien jetzt, Berlin Station, auf, ich weiß nicht, manche von euch das kennt, aber es geht um, ja, wie die CIA jetzt, es ist eine Art Edward Snowden, wie sie das verdecken können und auch das, die BND ist auch dabei und es spielt eine große Rolle in diesem Misstrauen, nicht nur Geschichte, aber jedes Land hat Angst von, bin ich spioniert? Und das spielt eine große Rolle. Weil ein bisschen sexy, ne? Hm? Ist auch ein bisschen sexy. Es klingt super, also es war FBI. Also, aber für mich, für uns in der Privatbranche, wir haben dieses Stigma nicht. Also wir haben auch der Vorteil, dass auch mit ein paar Kunden von uns, die sagen, ah, witzig, ein Kanadier mit einer deutschen Firma, mit einem Briten, Nigerianer, ein paar, das ist einfach, wir sind so neutral, wir vertreten eigentlich kein staatliches Interesse und deshalb sind wir anders angenommen. Und Sie werden nicht kontrolliert. Ah, das würde ich nicht sagen, aber wenn er Mist macht, wird er nicht mehr gekauft. Ja, aber wir haben, also der Markt kontrolliert. Ja, genau. Ja, nee, so manchmal kriegen wir ein paar Anrufe, aber ja, aber vor allem ist es diese, dass wir vertreten keinen Staat und dadurch denn dieses Stigma, dass oh der Staat, wir sind nicht Teil von Big Brother, also wir haben nicht diese, nee, es ist wirklich so, wir sind kein CIA und Clearwater. Nee, Blackwater auf gar keinen Fall, nee, wir machen Gottes Willen. Nee, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass und diese Popkultur alles zusammen. Ja, es ist ein Stigma, ich glaube nie ein Land, das wegschmeißt. Auch der FSB in Russland, die ist auch immer noch, egal welcher Name, ist immer noch befürchtet und als ein schlechter Ruf. Aber wann wird ein solches Misstrauen, wann wird das System gefährdend?
Hat das immer schon so gegeben oder ist das wirklich neu jetzt? Und wann ich glaube, wirklich? Dass das System, ich glaube, dass das System flexibel genug reagiert, dass es gefährdet wird. Wir haben das ja jetzt auch gesehen. Es gab nach Snowden eine große Welle im Rahmen des Untersuchungsausschusses, wo ja auch durchaus mal Fehler festgestellt worden sind, die auch der BND gemacht hat, gab es durchaus so eine größere Welle des öffentlichen Misstrauens. Und da hat Politik auch sehr schnell reagiert und hat gesagt, wir müssen, es gab ja nicht nur das neue BND-Gesetz, sondern es gab auch das neue Kontrollgremiumsgesetz. Und da ist das Kontrollgremium in seinen Zuständigkeiten noch einmal deutlich vergrößert worden. Es hat einen Bevollmächtigten bekommen, der einen großen Stab hat, der seinerseits die Kontrollen jetzt auch für das Kontrollgremium, das sind Abgeordnete, die ja auch nicht viel Ahnung haben, also für das Kontrollgremium vornehmen kann. Insofern hat man gesehen, dass dieses aufkommende oder immer stärker werdende öffentliche Misstrauen, ich möchte es mal mediales Misstrauen nennen, durchaus zu Reaktionen im System geführt haben. Und ich glaube, dass es, oder ich hoffe, dass diese neue Kontrollkultur, die jetzt einzieht, auch wieder zur Beruhigung dieses Misstrauens führen wird. Vielleicht nur noch eine Ergänzung. Mich wundert immer wieder, dass die Leute so viel Angst vor dem gläsernen Bürger haben. Denn nach meiner Erfahrung ist der gläserne Konsument bereits eine Realität. Und ehrlich gestanden, ich lasse mich lieber vom BfV oder vom BND ausspionieren, als von Google oder Facebook. Und wenn Sie sich mal klar machen, was in diesen privaten, keiner staatlichen Kontrolle unterworfenen Institutionen an Daten über Ihre Präferenzen, über Ihre ganzen Wege im Internet, welche Seite Sie wann aufgerufen haben, das ist dort alles gespeichert. Wenn ich dazu mir klar mache, welche technischen und menschlichen Ressourcen selbst die CIA oder die NSA hat, dann muss ich sagen, ist das wahrscheinlich ein Vergleich, der eher zu Ungunsten der NSA ausfällt, weil die NSA ein viel breiteres Spektrum hat und vor allen Dingen ganz andere Prioritäten hat. Wenn ich amerikanischer Präsident wäre und ich würde erfahren, dass die NSA-Mitarbeiter dabei sind, private Aufklärung zu betreiben, dann würde ich die Hälfte der Mitarbeiter entlassen. Die haben Besseres zu tun. Und viele Leute, die glauben, dass sie nun ausspioniert werden, denen sage ich, don't take yourself so seriously. We are not interested in you. Dankeschön. Ja, da wären wir fast schon bei dem nächsten Thema, nämlich die Frage, was sammeln eigentlich moderne Nachrichtendienste? Sie sprachen von Metadaten. Beargwöhnt wird immer, sie sammeln massiv personenbezogene Daten und zwar möglichst bis ins Schlafzimmer hinein, ist ja klar. Um das zu skandalisieren. Entschuldigung, wozu? Wozu? Das frage ich mich natürlich auch, aber das wird jedenfalls ständig behauptet. Wie ist es im Gegensatz dazu mit der klassischen Methode von Nachrichtendiensten bestellt in der heutigen Praxis? Hat die noch eine Zukunft? Also die klassische Quelle, der V-Mann, der in einer terroristischen Organisation an deren Rand, in deren Einflussgebiet sitzt und befragbar ist, Sachverhalte, die es aufzuklären gilt. Ist der die bessere Variante und vor allen Dingen stellt er vielleicht einen geringeren Grundrechtseingriff dar als die massenhafte Sammlung von Metadaten? Also ich finde nach wie vor, was am wichtigsten ist, Balance. Also man kann nicht nur SIGINT oder nur HUMINT privilegieren, man braucht beides. Weil es gibt, man braucht manchmal was. Ja, ich weiß, mit der Minnesota-Geschichte jetzt ist die Idee von einem V-Mann auch zum Allergie geworden in Deutschland. Ist, yeah. Aber es hat Wert, ein verdeckter Ermittler hat Wert. Jemand, der menschlich vernetzt mit Leuten, es hat Wert von der Information, weil es gibt subtile Elemente beim Intelligence, die sehr wichtig sind, die nicht unbedingt ein Algorithmus holen kann. Und deswegen, es geht wirklich jetzt nach wie vor um Ergänzung. Ja, man hat diese Metadaten, aber manchmal diese Bedrohung oder die Verknüpfung besser zu verstehen, braucht man dieses subtile Element, die nur durch Human kommt. Und ich finde, das ist ein Problem in den letzten 10 bis 15 Jahren bei den Amerikanern zum Beispiel, ist Priorität SIGINT, fast durch und durch, sonst mehr. So, sie waren vielleicht das Executive Order, also 93 von Clinton unterschrieben wurde, wo er einfach gesagt hat, nee, CIA, jetzt Finger weg. Und dann manches zu viel Fokus auf Human, fällt
manche Elemente, das sieht man zum Beispiel in Afrika viel oder im Nahost. Also es geht wirklich um Balance und Ergänzung. Das, also ich glaube, das ist wirklich die Zukunft, mehr als eine massive Datensammlung. Ja, ist das ein kleinerer Eingriff mit dem V-Mann am Objekt als die massenhafte Datensammlung? Abgesehen davon, dass uns das mit den V-Leuten beim NSU kräftig misslungen ist. Aber ich darf die Frage auch mal ganz leise stellen hier. Wir haben da immer geredet über die vielen Nieten im Bereich Rechtsextremismus. Haben Sie jemals was davon gehört, dass woanders jemand aufgeflogen wäre? Ich nicht. Also es gibt schon Bereiche, wo es funktioniert. Ja, Sie fragen nach dem Eingriff. Ich glaube, dass die Perspektive da nicht ganz stimmt. Der Eingriff muss immer individuell beurteilt werden. Wenn ich jemanden abhöre, ist das ein Eingriff, der kann sehr schwer sein, der kann leichter sein. Wenn ich einfach nur seine Metadaten abziehe, wann telefoniert er mit wem, dann ist das ein weniger schwerer Angriff, als wenn ich ein Mikrofon in sein Schlafzimmer halte. Ob das massenhaft geschieht oder im Einzelfall, ist nur eine Frage der Quantität, nicht der Qualität. Insofern möchte ich das auch nicht vergleichen, massenhafte Datenausspähung und ein V-Mann. Ein V-Mann ist ein ganz andere Einsatzform. Ein V-Mann muss ich steuern, ein V-Mann muss ich anlernen, den muss ich auf einen bestimmten Bereich zusteuern. Der erzählt mir etwas und dann muss ich erst mal überlegen, stimmt das? Eine Quelle, ein V-Mann ist Mist, der kann mir das Blaue vom Himmel vorlügen. Ja, was war denn mit Curveball aus dem Irak? Wir haben ihm zunächst geglaubt, Sie besonders, Herr Dr. Adam, Sie sagten es. Besonders nicht, aber so, dann gab es aus dem gesamten Irak keine einzige Bestätigung und die Amerikaner wollten unbedingt mit diesen Informationen was machen. Ich weiß noch, wie dann vor den Vereinten Nationen die Zeichnung hochgehalten wurde. Und kurz vorher haben wir dem Tenner, der war damals CIA-Chef, geschrieben, es ist nur eine Quelle und wir wissen nicht, ob sie belastbar ist. Wir haben es rechtzeitig gesagt. Die Amerikaner wollten es anders, wie Sie wissen, und so behaupten die heute noch, dass es da Chemiefabriken, Fahrware gegeben haben soll. Also was ich damit sagen will, eine Quelle ist immer Mist. Man muss viele Sources haben, die man zusammen integriert zu einem Gesamtbild. Das ist auch nicht nur die Fernmeldeaufklärung, das ist auch der Satellit, der von oben runter guckt, der durch Wolken gucken kann mit Radars und so weiter. Und das ist heutzutage noch ganz wichtig, die sogenannten OSINT, die Open Sources, die jedem zugänglich sind von Ihnen. Das ist zum Beispiel die Analyse von sozialen Netzwerken. Als wir das mal in der Öffentlichkeit gesagt haben, dass wir das machen wollen, dann hat die Politik unisono geschrien, das ist ja das Schlimmste, was es gibt. Jetzt hört er unsere armen Jugendlichen ab, wenn die sich nach der Schule immer was zutwittern. Nein, es ist öffentlich zugänglich, jeder weiß, der da twittert. Und es braucht gar keine Beobachtung von dem Nachrichtenaustausch als Inhalt in Open Sources, sondern es ist eine strukturelle Analyse. Überlegen Sie sich mal, was auf Twitter oder auf Facebook oder sonst wo los ist, wenn irgendwo auf dem Tahrirplatz oder auf dem Maidan und so weiter irgendwas passiert. Da gehen aber vorher die Peaks sonst wohin mit denselben Wörtern und das muss ein Algorithmus erkennen und dann kann man viel eher reagieren und sagen, hoppla, da passiert was, da gibt es eine Bewegung. Da können wir voraussagen, da wird übermorgen möglicherweise was passieren. Das ist eine ganz wichtige Quelle, die wir für die Zukunft noch erschließen müssen. Ja, meine Damen und Herren, das war jetzt schon in Anbetracht der abgelaufenen Zeit praktisch ein Schlusswort. Also wir wollen nicht bei allen Sicherheitsbedrohungen, denen wir uns gegenüber sehen, unsere Standards über Bord werfen. Weder die intellektuellen Standards noch die bürgerrechtlichen. Und insbesondere natürlich bei aller Vorsicht und bei allen Reformideen jetzt riskieren, dass wir sozusagen die Grundlagen aufgeben, auf denen wir arbeiten. Ich belasse es dabei. Ich fürchte, dass die Zeit abgelaufen ist. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören, Frau Professorin, für das lange Ausharren hier noch. Und Ihnen, meine Herren, insbesondere hier auf dem Podium, für die, glaube ich, nachdenkenswerten Details, die hier verhandelt worden sind. Wir hätten damit mehrere Abende füllen können. Dafür ist natürlich keine Zeit, aber ich hoffe, dass Sie wenigstens einige Fragen beantwortet bekommen haben und nicht noch mehr an Unsicherheit mit nach Hause nehmen, als wir möglicherweise vorher schon im Kopf hatten. Aber auch damit muss eine Demokratie leben können. Verhältnisse sind nicht eindeutig, nicht einfach und das wird auch in künftigen Jahrzehnten so bleiben.
Ein wunderbarer Schluss. Das war die letzte Folge unseres Specials für euch. Nächste Woche geht es weiter mit künstlicher Intelligenz. Wir freuen uns auf euch. Nochmals ein kleiner Hinweis zum Schluss. Falls euch unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr diesen teilt und liked. Vielen Dank.